Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Andere Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Eberhard Alexander Burg allerdings sagt, Huibu ist ein Gespenst. Und das sagt er schon seit den 60er Jahren, denn da kam damals die allererste Hörspielgeschichte von Huibu, das Schlossgespenst, über Europa in den Handel. Seitdem gibt es jede Menge weitere Abenteuer. 2006 wurde ein Film gedreht mit Bully und Christoph Maria Herbst, den es übrigens nicht auf Blu-ray erhältlich gibt. Und das ist ein Unding. Macht hier mal was, liebe Leute. Ja, und seitdem gibt es dann auch eine neue Hörspielreihe, ebenfalls von Europa, mit den neuen Abenteuern. Aber das hier ist ja ein Retro-Hörspielblock und deswegen möchte ich mich in erster Linie mal auf die klassische Huibu-Geschichte konzentrieren. Worum geht es? Ja, Huibu ist ein Schlossgespenst, das seit mehreren hundert Jahren auf Schloss Burgegg für die nächtlichen Spukereien zuständig ist. Und das macht er auch ganz gut. Immerhin hat er eine Spuklizenz und das Spukbuch Spuken leicht gemacht für jedermann. Ja, alles ist gut und schön. Er lebt da friedlich mit dem Kastellan, also dem Burg- oder Schlossverwalter, bis eines Tages König Julius der 111. in das Schloss einzieht und für Unfrieden sorgt. Das Schlossgespenst Huibu möchte den Eindringling natürlich möglichst schnell in guter alter Geist von Canterville-Manier aus dem Schloss herausspuken, aber König Julius hat wider Erwarten überhaupt keine Angst. Warum hat er keine Angst? Er ist verliebt und zwar in Prinzessin Constantia. Unglücklicherweise ist er allerdings verlobt mit Prinzessin Leonora zu Etepetete, eine ganz hässliche Prinzessin, die zwei Schlösser weiter wohnt. Und was macht man da? Genau, man tut sich mit dem Schlossgespenst zusammen und spukt die hässliche Gräfin einfach aus dem Schloss heraus, dass sie nichts mehr mit König Julius zu tun haben möchte. Und stattdessen holt man Prinzessin Constantia oder Königin Constantia ins Schloss und ist anschließend glücklich und zufrieden, zumindest 23 Abenteuer lang. Zwischendurch kommen immer wieder mal Geisterjäger ins Schloss. Oder irgendwelche Vertreter, es wird eine Kirmes abgehalten, es wird geflogen, man sucht nach Gespensterschätzen. Kurzum, wir haben jede Menge tolle Abenteuer. Hier wird da auch mal eine Eisenbahn gebaut, also es sind tolle Geschichten. Und das hier ist dann meine Deluxe-Ausgabe der ersten Folge, Huibu, das Schlossgespenst, im Stil des Zauber- oder des Spukbuchs, Spuken leicht gemacht für jedermann. Das Ding war, glaube ich, limitiert und ist jetzt auch nur noch zu wirklichen Fantasiepreisen erhältlich. Wichtig ist, was drin ist. So, hier, ach stimmt, das klebt da noch drauf. Die königliche Samtbox, Huibu in Vinyloptik, die erste Folge auf CD mit ausführlichem Booklet mit Geschichte zum Vorlesen, Huibu-Poster und dem Extrasong Michael Schanze und Hans Clarin. Genau. Das ist hier mit drauf, ein Hörspiel nach Eberhard Alexander Burg. Hier ist das Poster, das ist dann im Stil des Plattencovers gehalten von früher. Ich klappe das mal auf. So schaut das aus. Auch hier haben wir dann König Julius, der schaut da noch sehr, sehr merkwürdig rein. Das hier dürfte Prinzessin Leonora zu Etepetete sein, die von Huibu mit abgeschlagenem Kopf aus dem Schloss gejagt wird. Auch das ist, also ich sag mal vom Cover her, sowas könnte man Kindern heutzutage nicht mehr zeigen. Eigentlich schade, wie sich das entwickelt hat. Auf der Rückseite haben wir dann das Booklet. Hier ist Eberhard Alexander Burg. Hier sehen wir Hans Klarin und Heike Dine Körting mit Karin Anselm im Tonstudio. Wobei Heike Dine Körting erst ab der zweiten oder dritten Folge Regie geführt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Also hier jedenfalls noch nicht. Hier sieht man die rostige Rasselkette, wie das gemacht wird, hier am Mischpult. Hier oben sind die ganzen Sprecher, Hans Petsch, Hans Klarin und die ganze restliche Bande, sage ich jetzt einfach mal so böse. Auf Kapitel 9 finden wir den Extrasong von Ralf Siegel. Michael Schanze und Hans Klarin singen den. Finde ich toll, dass das
hier noch mit drauf, auf die CD drauf gepresst wurde. Dann haben wir hier unten eine Aufzählung der 23 originalen Hörspiele. Und wir haben natürlich hier dieses Booklet mit einer Geschichte zum Vorlesen. Das ist Huibu, das Schlossgespenst und der geheimnisvolle Burgbrunnen. Dabei handelt es sich aus eine Geschichte aus dem Nachlass von Eberhard Alexander Burg. Die ist hier vollständig abgedruckt. Ist halt eine Kurzgeschichte mit Zeichnungen. Richtig schön im alten Stil. Das ist zwar Glanzpapier, sieht aber aus wie Pergament. Also da hat man sich wirklich Mühe gegeben. Das ist wirklich eine Edition, die Spaß macht und gleichzeitig auch noch gut aussieht. Ja, zum gut aussehen. Ah, gruselig hier ist das. Ja, zum Thema gut aussehen. Das hier ist dann die CD in Vinyloptik. Das finde ich ganz klasse. Ich weiß nicht, ob ihr die Huibu-Geschichten oder die alten Huibu-Geschichten noch auf Schallplatte hattet, aber so sah das damals aus. Natürlich wesentlich größer, ist klar. Aber so sah das damals aus. Auch auf der Rückseite schwarz. Oh, das sieht aber schon mitgenommen aus. Aber die ist noch problemlos abspielbar. Die ist wirklich toll. Auch hier so die Rillen. Da hat man sich also richtig, richtig Mühe gegeben. Für Sammler ist das Teil hier ein echtes Schmuckstückchen. Wobei, also wenn man es damals gekauft hat, als es rauskam, war es sogar noch erschwinglich. Heute, ich habe eben mal bei Amazon geguckt, muss ich sagen, also der Preis, der hierfür verlangt wird, ist schlichtweg unverschämt. Hier ist dann nochmal die Hörspielkassette dazu. Das ist die gleiche Geschichte. Ich habe mir die CD auf meinen MP3-Spieler gezogen und die Hörspielkassette, die wandert dann im Kinderzimmer immer wieder mal in den Player. So, auch hier haben wir ein Buchcover zum Wechseln, weil wir haben ja schon gesehen, das hier ist jetzt das Neue und das hier ist nämlich das Originale, was auch als Poster drin ist. Also das ist das Original-Cover-Motiv. Da kann man jetzt, aber wie gesagt, das ist ja sehr gruselig. Und deswegen habe ich das so gemacht. Das ist etwas stilvoller. Nee, stilvoller ist falsch. Das hier ist etwas bunter, ruhiger, lieber, sage ich mal. Und das passt außerdem auch zum optischen Erscheinungsbild der späteren Folgen. So, das hier wäre dann der Kinofilm aus dem Jahr 2006. Da haben wir in der Rolle des Huibu als Stimme von Huibu haben wir Michael Bulli Herbig. Christoph Maria Herbst spielt König Julius. Dann haben wir Eleni Salvo Gonzalez als Constantia, die hier allerdings ganz anders dargestellt wird als in der Hörspielreihe. Sie hat auch einen kleinen Sohn. Der wird gespielt von Martin Kurz. Dann haben wir hier noch Prinzessin Leonora zu Ete Petete gespielt von Heike Makatsch. Auch die im Hörspiel äußerst hässlich mit Warzen auf der Nase. Ganz anders hier dargestellt von der entzückenden und gut aussehenden Heike Makatsch. Also zumindest ich finde sie ganz reizend. Dann haben wir in Nebenrollen Michael Kessler als Geisterjäger. Ganz toll. Oliver Pocher hat auch einen kleinen Gastauftritt. Wolfgang Völz. Ja, hier bereits als Geist. Der gute Mann ist leider vor kurzem wirklich verstorben. Ebenso wie Hans Klarin, die ursprüngliche Stimme von Huibu. Der spricht hier den Kastellan. So, der spielt hier den Kastellan. Er spricht Huibu, zumindest im Hörspiel. Die DVD-Box ist leider schon mitgenommen. Ja, ich habe Kinder und das ist nur Pappe. Es ist auch sehr schade, dass dieser Film nicht auf Blu-ray erschienen ist. Den hätte ich nämlich wirklich gerne in hochauflösender Qualität. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist auch schon, also für DVD-Verhältnisse ist dieses Produkt sehr gut. Ja, auf der Rückseite nochmal kurz. So schaut das aus. Damals hatten wir das FSK-Siegel noch hinten und klein. Freigegeben ohne Altersbeschränkung. Jo, mit Audiokommentar. So, das sind dann jetzt die neuen Hörspiele. Ich habe da jetzt nur mal zwei. Ich habe da mehr von, aber ganz ehrlich, so gut gefallen die mir leider nicht. Die Geschichten sind zwar okay, aber ja, es ist halt nicht so toll. Andreas Fröhlich macht den Erzähler. Das gefällt mir sehr gut. Christoph Maria Herbst spricht hier auch König Julius den 111. Das macht er sehr gut. Ist allerdings sehr klein die Rolle. Hier haben wir zum Beispiel Simon Jäger, Daniela Hoffmann noch in kleinen Nebenrollen.
Und Stefan Krause spricht Huibu. Denkt, man sieht auch hier schon am Covermotiv, dass man sich an Christoph Maria Herbst orientiert hat. Wenn man das dann mal mit den alten Hörspielen vergleicht, da ist Huibu noch ein Knochengespenst. Und ja, das kommt der Sache meines Erachtens dann zumindest von den Erzählungen her auch etwas näher. Ich muss auch dazu sagen, ich habe diese Geschichten als Kind gar nicht gehört, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, sondern habe erst relativ spät damit angefangen, mich für diese Geschichten zu begeistern, bin aber bis heute ein sehr, sehr großer Fan davon. Woran liegt das? Also zum Ersten haben wir die tollen Sprecher. Da ist Hans Petsch, der Märchenonkel schlechthin, leider verstorben, aber Hans Petsch macht den Erzähler und Hans Klarin, also Pumuckl, spricht Huibu, das Schlossgespenst. Und dabei bricht er immer wieder aus und spricht auch mit Hans Petsch als Erzähler, also liefert sich mit dem Wortduelle. Das Ganze ist ganz, ganz große Klasse. Dazwischen haben wir dann noch diverse andere Sprecher. Andreas von der Menden zum Beispiel spricht ab Folge, ich weiß es nicht genau, 5 oder so, spricht der den Kastellan Andreas von der Menden, ebenfalls ein ganz großer Synchronsprecher und Hörspielschaffender. Das ist zum Beispiel die deutsche Stimme von David Hasselhoff gewesen in Knight Rider. Oder er spricht auch den Antagonisten Skinny Norris in der Drei-Fragezeichen-Reihe. Zumindest hat er den gesprochen, bis auch er vor einigen Jahren leider von uns gegangen ist. Wir sehen, viele Stars unserer Kindheit haben uns verlassen und es wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Was mir hier bei diesen Hörspielen auch besonders gut gefallen hat, ist dieses leichte Gruseln, das man da hat, obwohl es immer, es ist ein bisschen gruselig, aber es ist auch für Kinder geeignet. Also ich gebe meinen Kindern die Hörspiele problemlos zu hören. Die sind allerdings etwas wild. Also wenn Huibu da loslegt, also das ist schon, der macht dann immer so, also Huibu. Und wenn der Kopf dann das erste Mal in die Blaubeersuppe reinklatscht, dann wird man aus dem leichten Dämmerschlaf herausgerissen. Also zum Einschlafen eignen sich die Hörspiele nur bedingt. Trotzdem ein großartiger Spaß. So, jetzt noch mal kurz was zum Figurendesign. Ich hatte ja schon gesagt, Huibu war ursprünglich halt diese Knochengestalt, wurde dann allerdings nach dem Kinofilm mit Bulli Herbig besetzt und sieht dann auch aus wie Bulli Herbig, also Michael Bulli Herbig. Und in den späteren Hörspielen hat man ihn dann auch einigermaßen so angepasst, dass er ausschaut. Ja, es ist halt ein Gespenst, sicherlich, aber trotzdem menschlich. In meinem Kopf, Hörspiele funktionieren ja im Kopf, ist ja Kopfkino. In meinem Kopf sah Huibu nie so gruselig aus. Also er war nie dieser garstige Knochenmann. Er war also nie dieser garstige Knochenmann. Er war aber auch nie irgendwie so greifbar. Also Hans Klarin hat das so gemacht, dass man wirklich, man hatte so ein bisschen das Gefühl, da ist Pumuckl, aber halt etwas größer und als Gespenst. Die Hörspiele funktionieren also auch ohne genaue Bilder im Kopf. Und das macht ein richtig tolles Hörspiel aus. Man weiß, was sich da abspielt, ohne es sehen zu müssen. Für mich, Huibu, das Schlossgespenst, eine der schönsten und auch heute noch funktionierenden Hörspielreihen, die es auf dem Markt gibt. Mittlerweile sind die übrigens, soweit ich weiß, auch auf CD erschienen. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder wenn ihr Fans von Huibu seid oder generell Hörspiele mögt, dann haut mir den Daumen nach oben, schreibt mir was Liebes in die Kommentare, schreibt zum Beispiel auch über Hörspiele, die euch in eurer Kindheit begleitet haben, die ihr heute noch gerne hört und vielleicht berichte ich demnächst auch schon darüber. Eins möchte ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall schon sagen, ich habe für die nächsten Videoblogs schon ein paar andere Hörspielreihen von früher, also wir machen jetzt eine komplett neue Reihe Retro-Hörspiele. Ein paar andere Hörspiele von früher schon vorbereitet. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, was uns da noch erwartet. Und dann haben wir noch das hier. Und natürlich haben wir auch noch das hier. Ja, das nur als kleiner Teaser. Achso, eins habe ich noch vergessen. So, das nur ein kleiner Teaser, was euch in der Zukunft erwartet. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr schon da unten seid, drückt auf Abonnieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.